Hey Leute, ich bin Maria Julia und willkommen bei meinem ersten Video. Und ja, ich werde Vlogs machen und ich habe mir lange überlegt, was ich für ein erstes Video machen sollte. Und ich finde es ganz cool, wenn ich 10 Fakten über mich erzähle, damit wir uns besser lernen können, ja? Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, dann gehen wir los. Als erstes, ich denke, ihr habt es schon gesehen, aber ich bin Deutsche, aber eigentlich... Ich liebe dieses Wort eigentlich. Aber eigentlich, ich bin in Brasilien geboren und mein ganzes Leben ist da gelebt. Und ja, mein Vater ist Deutsch, dann deswegen ist meine Sprache so, mein Deutsch nicht so gut. Zweiter Fakt. Um der Outfit ist es nur um Style, weil es ist arschkalt. Aber der ist nicht der Fakt. Und der zweite Fakt ist, dass mein Geburtstag genau in der Mitte des Jahres ist, also der 15. Juni. Juni hat 30 Tage und 15 ist der Halb von 30. Und der Jahr hat 12 Monate, wegen du es nicht weißt. Und Juni ist der 6. dann 3. Ich bin in Deutschland seit 1 Jahr und 3 Monaten. Das bedeutet so, es ist nicht so lange schön, aber ja, hier sind wir. Vierter Fakt. Seit 2008 mache ich Theater. Als ich hier in Deutschland angekommen bin, also habe ich gestoppt. Aber ich will es weitermachen. Fünfter Fakt. Auch seit 2008 ich spiele auch Schlagzeug. Ich habe schon 2 Jahre Chor gemacht. Ich spiele auch Perkussion und habe schon 2 Jahre Keyboard gespielt. Also alles, dass wenn mein Vater Musiker ist, dann ja, können wir sagen, dass ich in einer Welt der Musik aufgewachsen bin. Und das bringt uns schon zu unserem sechsten Fakt, der ist, dass ich Musikerin oder Schauspielerin werden möchte. Und also es war immer mein Traum, Schauspielerin zu werden. Siebter Fakt, dass ich schon die Junker in einem Schlagzeugfestival, also ein regionales Schlagzeugfestival war. Und ebenso habe ich den 3. Platz also geschafft. Achter Fakt, dass ich in 2002 geboren bin, dann mach deine Rechnung, ich bin 14 Jahre alt. Ich bin total aktiv, denn das bedeutet, ich kann nicht einfach sitzen und gar nichts machen. Ich denke, die Nachbarschaft liebt mich, weil ich einfach die ganze Zeit singe und springe. Und ja, so eine Übung machen. Ich versuche Fitness zu sein, aber das bedeutet nicht, dass ich Fitness bin. Und der 10. Fakt hat schon etwas mit Fitness zu tun. Und das ist, dass ich alles esse. Also, Leute, wirklich mit Essen habe ich kein Problem damit. Aber ich hatte schon, und zwar es gab eine Zeit meines Lebens, also meines Kindheit, ich meine bis vorletztes Jahr, und zwar, dass ich so wirklich weniger aß. Ass? Ist das wirklich? Ass? Okay. Wow, ass. Was für ein Wort. Und ja, ich denke, meine Mutter hat zuerst so krass gesagt, dass ich heute wie ein Elefant esse. Aber ja, es war, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, hier in den Kanal zu abonnieren, hier unten. Und natürlich, ihr könnt Ideen für Videos in meine Social Media, Instagram, Snapchat, ist alles hier unten. Vergesst nicht, den Kanal hier unten zu abonnieren. Und ja, es war, ciao!